die deutsche Schule zu Johannesburg war von 93 bis 97 auch mein schulisches Zuhause. Das bedeutet, ich habe hier gelernt und die Schule genossen als Lehrort und dementsprechend freue ich mich sehr, wieder hier zu sein. Ja, ich wurde auf Einladung vom Goethe-Institut Johannesburg eingeladen, um in Durban, Johannesburg und Kapstadt bzw. Stellenbosch Fortbildung und Workshops zu machen. Einmal mit Schülern sowie den Szenenexpress und Fortbildung für Lehrer der Grundschule, aber auch der weiterführenden Schule. Also die Deutsche Internationale Schule Johannesburg freut sich sehr, weil wir heute im Haus Gäste haben von der Lindenhurst School. Wir haben einen Workshop durch die PASCH-Initiative organisiert, wo wir zusammen mit Fabio Niehaus heute lernen, wie man Sprachen lernen kann mit Bewegung und mit Tanz und mit Musik. Sehr spannend. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Szenexpress ist ein Workshop-Format, das das Theaterspielen und das Bewegen auf der Bühne mit Sprachinhalten, mit neuen Ideen von den Workshop-Teilnehmern beinhaltet. Und es geht immer darum, am Ende bei einem Ergebnis rauszukommen. Das bedeutet, es ist eine kleine Aufführung, ein kleines Theaterstück, was man zusammen aufführt mit einem Thema, wo sich jeder Teilnehmer auch mit identifizieren kann. Ich glaube, der Fabio Niehaus, er macht es sehr interessant, kann gut auch singen. Er kann auch gut vorspielen, was er macht. Er kann es gut erklären. Und ja, ich glaube, er ist ein sehr beeindruckendes Person. Der Workshop. Ich finde das schön, weil wir zusammen tanzen und zusammen sprechen und viel Spaß machen. Und das finde ich schön, weil wir zusammen alles machen. Und das ist eine gute Gelegenheit. Das ist nur schön für mich. Ja, also die Deutsche Internationale Schule Johannesburg feiert in diesem Jahr 10 Jahre PASCH-Schulen mit. Und das ist natürlich für uns auch eine schöne Sache, dass wir heute dieses Workshop an der Schule haben dürfen. Ja, die PASCH-Initiative feiert ja 10-jähriges Jubiläum und da ist ja auch ein großes Ziel, Deutschlerner auf der ganzen Welt zusammenzubringen und das aber natürlich auch lokal. Das bedeutet, dass Schüler, die Deutsch lernen an unterschiedlichen Schulen, auch mal sich begegnen. Und das ist natürlich ein ganz toller Moment, hier Schüler zusammenzubringen, die dann auch merken, Moment, es gibt nicht nur mich, ich lerne nicht nur alleine Deutsch, sondern es gibt auch andere Schüler. Und die Kooperation ist total schön.